Hallo und herzlich willkommen zu unserer Serie Conscious Aging. Die meisten dieser Episoden sind auf Englisch, aber wir sprechen heute auf Deutsch. Und ich habe als Gast Ulrike Hoffmann-Schöll. Und unser Titel ist Ich werde gerne älter. Das ist genau, was sie mir vorhin gesagt hat. Und ist das nicht etwas Wunderbares? Ich weiß nicht so genau, ob ich gerne älter werde. Ich bin Heidi Hörnlein und ich lebe in Italien und im Moment alleine in so einem Riesenhof. Und naja, ich weiß nicht, ob ich in der Situation so gerne älter werden möchte. Aber wir sehen mal, was Ulrike dazu zu sagen hat. Wenn du vorher erst noch ein bisschen was über dich sagen möchtest, ja, wahrscheinlich reden wir die ganze Zeit über dich, denn du bist ja gerne älter. Dann schieß mal los. Ja, also ich wäre längst im Rentenalter, war aber in der Künstlersozialkasse versichert und da kriege ich jetzt 150 Euro, weil ich immer nur Minimum eingezahlt. Also ich habe einfach auch zu wenig eingezahlt. Ne? Das heißt, ich muss auch weiter arbeiten. Und ich habe immer weiter neue Ideen. Ich bin Goldschmiedin und male auch und ich bin Heilerin und behandle Menschen mit Handauflegen. Und habe ein sehr erfülltes Leben. Also ich bin verheiratet und habe einen Hund. Und ich kann mir eigentlich nichts Besseres wünschen, als älter zu werden und weiter so leben zu können, wie ich lebe. Du hast mir vorhin kurz gesagt, das ist so ähnlich, wie wenn man 5 Jahre ist und gerne 6 Jahre alt werden möchte. Wie war das denn für dich, als du 5 Jahre alt warst? Was hast du dir vorgestellt, was das später sein würde, wenn du älter bist? Also, es gibt eine nette Geschichte und ich weiß das auch irgendwie noch. Als ich eingeschult wurde mit 6, habe ich irgendwie Fieber gekriegt einen Tag vorher oder 2. Und damals hat man auch kleinen Kindern einfach schnell mal Antibiotikum gegeben, ne? Weil ich musste ja zur Schule und ich sollte gesund sein. Dann war ich 2 Tage in der Schule und dann hatte ich wieder Fieber. Und dann habe ich ein anderes Antibiotikum gekriegt, war 2 Tage oder 3 Tage zu Hause und dann wieder 3 Tage in der Schule. Und dann ist meine Mutter mit mir zu meinem Arzt und zu einem homöopathischen Arzt. Und der hat dann gesagt, jetzt lassen wir doch einfach mal alles weg. Und dann bin ich sehr krank geworden. Ich hatte dann Masern. Und nachdem das vorher unterdrückt worden ist und mit Antibiotikum natürlich das Immunsystem auch kaputt, habe ich fast, ich habe 4 Wochen gebraucht, um wieder gesund zu werden. Und ich kann mich auch noch erinnern, wie schwach ich da dann war. Und als es dann klar war, dass ich einfach da nicht mehr in diese Schule gehen kann in dem Jahr, ne, dass man mich ein Jahr zurückstellen wird, sagte meine Mutter, aber Ulrike, das ist ja schade, dann kannst du ja, das ist ja schlimm, dann kannst du ja jetzt nicht in die Schule gehen mehr. Und dann habe ich gesagt, ach Mama, da hat es mir eh nicht gefallen, da wollte ich sowieso nicht mehr hingehen. Und dann sagt sie, ja, aber Ulrike, du willst doch eine kluge Frau werden. Und dann habe ich gesagt, das bin ich doch. Also, klar, ich bin, im nächsten Jahr hatten wir eine andere Lehrerin, es war nicht mehr Frontalunterricht, wir haben zu viert an Tischen. Also, es war goldrichtig, dass ich nicht bei diesem blöden Lehrer und den Schulbänken und dem Abfragen und dem Herr Lehrer so und so bleiben musste. Ich meine, ich hatte die Masern schon vorher, ne? Aber auch das war goldrichtig. Ne? Du hast mir an deinem Gespräch erzählt, dass du später in deinem Leben dich zur Spiritualität geöffnet hast und so. Und man weiß ja heute auch von den Feldern, die um uns herum sind, in die man hineingehen kann oder auch nicht. Und da kommt mir der etwas vielleicht provokative Gedanke, dass du das vielleicht mit deinen Fähigkeiten auch zu geistigem Heilen und zum Erspüren schon gespürt hast, dass du irgendwas brauchst, um da nicht hinzugehen. In eine Situation, die dir nicht gefallen hätte und du dann
die bessere Situation für dich hast ermöglichen können. Also ich meine nicht du, aber dein höheres Selbst oder wie immer man das nennen will. Ach, so weit muss man gar nicht denken. Aber jede Situation und wirklich auch schlimme Erfahrungen bringen auch positive Einsichten und Erfahrungen. Mhm. Ja? Und Wendungen im Leben, gegen die man sich nicht stellen sollte. Also ich sage jetzt einfach mal, ich werde nächstes Jahr 70. Ne? Und das sage ich sonst nicht. Ich sage immer nur, ich bin 69. Aber ich freue mich auf meinen 70. Geburtstag. Und das kann ich hier jetzt ja auch mal sagen. Ne? So wie ich mich eben als Fünfjährige auf den 6. Geburtstag gefreut habe, weil ich dann in die Schule gehen konnte. Und dann war es aber nicht so schön, wie ich dachte. Ja, hoffentlich ist es dann, wenn du 70 bist, so schön, wie du dachtest. Ja, das hoffe ich auch. Deswegen ist es immer schwierig, wenn man sich zu genaue Vorstellungen von der Zukunft macht, dann und also das ist ja auch eine spirituelle Praxis mit den Vision Boards und so und auch, dass man aufschreibt, was man sich wünscht. Manchmal hat das Universum was Besseres für einen vorrätig und schiebt einen durch diese Erfahrungen auf, also auch durch schwierige Erfahrungen auf den richtigen Weg. Es ist natürlich schwierig für Leute zu hören, die jetzt meinetwegen irgendwelche Leiden haben und dann das Leben schwieriger wird und so. Kannst du mir Beispiele nennen nochmal, andere, wo es Schwierigkeiten dich dann gefördert haben oder dir mehr Einsichten gegeben haben oder in irgendeiner Weise dich weitergebracht hat, obwohl du am Anfang dachtest, oh Gott. Ja. Also gut, in meinem Leben war jetzt vieles nicht so dramatisch. Ne? Aber als ich mich während der Abiturszeit dazu entschieden habe, nicht an der Universität zu studieren, Germanistik, was ich vorhatte, um nicht Lehrerin werden zu müssen, als ich entschieden habe, Goldschmiedin zu werden, habe ich mich erstmal gar nicht getraut, das zu Hause zu sagen. Und es ist dann zur Sprache gekommen, als Freunde von meinen Eltern zu Besuch waren und diese Nenntante mich dann gefragt hat, ja Ulrike, was willst du denn jetzt dann studieren, wenn du mit dem Abitur fertig bist? Und da bin ich dann damit rausgerückt, dass ich Goldschmiedin werden wollte. Und meine Familie ist über mich hergefallen. Alles hätte ich machen dürfen, nur das nicht. Mhm. Nur kein Handwerk. Und witzigerweise hat mich das immer im Entschluss bestärkt. Und das war später immer noch so, ne? Dass ich, wenn meine Großmutter sagte, um Gottes Willen bloß nicht, habe ich gewusst, da geht's lang. Oder wenn meine Eltern gesagt haben, ja, willst du nicht lieber das und das machen, dann habe ich gewusst, okay, ne? Da geht es für mich lang. Also es geht für mich da lang, wo ich lang gehen will und nicht, wo die wollen. Mhm. Oder was die als weniger problematisch oder besser gesellschaftlich anerkannt empfinden und so. Und das war jetzt eigentlich so ein Leitfaden für meinen Lebensweg. Ich hätte natürlich gerne mehr Unterstützung haben mögen. Aber, und ich habe ja nun auch alle möglichen Lehrer gehabt, ne? Also klar, die Schullehrer natürlich. Die waren sehr unzufrieden mit meiner Unstetigkeit, weil ich immer wieder neue Ideen hatte, immer wieder was anderes. Und mal habe ich gelernt, mal habe ich nicht gelernt. Und so sahen meine Zensuren dann auch aus. Waren sich sehr einig mit meinen Eltern und es ging aber für mich da nicht lang. Ich bin sehr unabhängig und sehr stark geworden dadurch, was natürlich auch Hingabefähigkeit nicht unbedingt fördert, aber auf der anderen Seite habe ich dadurch wirklich einen Lebensweg, auf den ich gerne zurückblicke und wo ich auch gespannt bin, was noch kommt. Aus den Herausforderungen, die dir da gestellt wurden, hast du praktisch erkannt, nachdem du dich ja wahrscheinlich immer wieder damit auseinandergesetzt hast, nee, das ist es aber wirklich, was ich will. Und das würde zu viel kosten, wenn ich das machen würde, was die wollen. Ne? Und das kann also manchmal durchaus sein, dass
in solchen Situationen deine eigene, jetzt rede ich Englisch, auch wenn es vorher vielleicht noch ein bisschen, ja, soll ich das wirklich machen, soll ich das nicht? Und wenn andere Menschen sagen, nee, bloß nicht und und dass du dann dich herausgefordert fühlst und siehst, nee, aber das ist es, das ist es, das ist es, ja. Irgendwie bei mir war es mit dem Singen ein bisschen so ähnlich, aber ich konnte es nicht studieren, das wäre unmöglich gewesen, wenn ich Musik studiert hätte, ja. Also ich habe dem nicht nachgegeben, aber später dann bin ich dazu gekommen, ne, und hat länger gedauert. Aber trotzdem, wenn es wurde auch in meiner Familie, hat mich auch keiner darin unterstützt und so, aber dann habe ich auch Erfahrungen gemacht, wo ich angegriffen wurde und so, als, weil ich meine eigene Methode entdeckt hatte. Und dann habe ich dann nochmal das überprüft und habe gesagt, nee, aber das ist richtig, was ich mache. Also wenn man nicht diese Auseinandersetzung hat, dann kann man auch vielleicht so abschwören und denken, ah, ich mache das doch alles wunderbar. Aber durch diese Auseinandersetzung mit den Herausforderungen kannst du immer sicherer werden. Ja? Das kann ich also durchaus nachvollziehen. Ja, und du bist dann Goldschmiedin geworden und ein Exemplar davon sieht man an deinem, ja, an deinem Hals und an deinen Ohren. Wunderbar. Ja, natürlich, oh, die sieht man nicht so gut. Ja, ja, gut. Sehr schön. Ja, erzähl doch ein bisschen, wie du jetzt dann das Älterwerden empfunden hast und was dir dabei geholfen hat über die verschiedenen Stadien. Man hat ja doch im Älterwerden verschiedene Stadien. Ist ja nicht so, dass man erst mit 60 älter ist oder mit 70 oder was, ja? Sondern wie bist du da durch das Leben geschritten oder getanzt oder geflogen? Also auch das ist wissenschaftlich bewiesen worden jetzt. Ich habe halt immer gerne Farben angehabt, immer mich zu farbig angezogen für den Geschmack meiner Eltern. Meine Mutter hätte mir so gerne Marken oder hat mir auch früher Markenklamotten gekauft, die ich dann entweder verhunzt habe, weil ich so angezogen habe, wo man, ne, spazieren gehen im Wald nicht anziehen sollte, also sich immer umziehen oder sowas, das konnte ich auch nicht. Oder sie hat Frauen hinterher geguckt, die halt, ne, mit Kostüm und Blüschen und so anständig angezogen waren und hat gesagt, Ulrike, ich meine, eigentlich so müsstest du dich anziehen. Auch da habe ich gedacht, warum? Na, nur damit andere Leute meinen, ich wäre anständig. habe ich auch da meinen eigenen Stil gewählt und das tue ich immer noch. Also ich laufe immer noch mit kurzen Kleidchen rum und bunt und vielleicht auch ein bisschen billig. Mein Schmuck ist nicht billig, aber ich ziehe mich sehr einfach an, damit der Schmuck auch entsprechend wirkt. Und ich denke, ich bewege mich relativ viel und ich brauche dann auch Sachen, die bequem sind. Mhm. Und wissenschaftlich bewiesen ist mittlerweile, dass also man hat eine Forschungsgruppe, Männer in dem Fall, irgendwie zwischen 70 und 80 oder so, aufgefordert, die Kleidung zu tragen, die sie mit 20 getragen haben, also und für ein Seminar das auch mitzubringen, also für dieses Retreat auch mitzubringen. Und die entsprechende Musik oder Spiele oder eben was auch immer. Und dann haben diese Männer 3 Wochen oder 4 Wochen zusammen gelebt und haben all das gemacht, was sie mit 20 gemacht haben. Und man kann ja mittlerweile das biologische Alter feststellen und man hat, die waren alle 10 Jahre jünger, biologisch. Nach 4 Wochen. Na? Und das ist sowas, das bestätigt mich schlicht und einfach in dem, wie ich eigentlich immer gelebt habe, aber jetzt auch manchmal denke, meine Güte, kannst du das noch so machen? Aber ich tue es halt einfach. Also zum Beispiel, ein Kinderwunsch war lange Haare und ein Hund, also Kinderwünsche. Und für die langen Haare habe ich lang gebraucht. Ich war schon über 40, als ich es dann auf die Reihe gekriegt habe.
Und es ist unbequem natürlich, ne? Es ist nicht so praktisch wie kurze Haare. Aber trotzdem, es war mein Kindheitstraum. Und ich glaube, auch das hält mich auf eine Art jung und in Verbindung mit dem Jungsein. Und dann mit dem Hund, ja, also ich habe jetzt meinen dritten Hund, auch dafür habe ich lang gebraucht. Und mein Vater hat damals gesagt, meine Güte, so alt und einsam bist du doch nicht, dass du einen Hund brauchst. Das ist eine Entscheidung. Und auch da habe ich wieder gewusst, da geht's lang. Ne? Öffnet uns die Herzen. Ne? Man hat einfach noch eine zweite, also einfach einen offenen Lebensbereich, der einem zur Verfügung ist, den man selber nicht so für sich schaffen kann. Ne? Diese Liebe und Anhänglichkeit, die Freude, wenn man mit der rausgeht Gott nochmal, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, diesen Sommer, wenn es wieder heiß ist, wirklich dann auch am Fluss baden zu gehen, wenn ich jeder Stöckchen reinschmeiße. Ne? Habe ich natürlich jetzt doch noch nicht gemacht, aber dann mache ich das. Ist mir wurscht, ne? Ob ich jetzt alt bin oder nicht. Ne? Ja, wovon hängt, was verstehen wir eigentlich unter Altsein? Da frage ich mich immer. Natürlich, wenn wir mit jüngeren Leuten zusammen sind. Letztens haben wir in der Frauengruppe die Petra gefragt, die ist ungefähr 20 Jahre jünger, wie wir so ungefähr, wie das ist, mit älteren Leuten zusammen zu sein und sich auszutauschen. Die fand da eigentlich gar nichts dabei, aber sie sagte wiederum, dass sie jetzt Leute kennt, die um die 20 sind und wo sie jetzt alt ist. Was ist dieses Altersempfinden und was ist das Ulkige, dass wir, wenn wir älter sind, eigentlich nie uns als alt empfinden, aber die anderen empfinden uns als alt? Also meine Erfahrung ist auch, dass ich immer das Gefühl habe, ich komme mit jüngeren Leuten hervorragend hin und ich weiß nicht, was die über mich denken. Was ist alt? Ist auch wurscht. Ich meine, die Leute, die mit mir oder mit dir Kontakt suchen. Und ich meine so, ich habe das sehr genossen, diese jüngeren Männer, mit denen ich wirklich richtig schöne Gespräche hatte. Ne? Ich weiß nicht, es waren nicht so viele, aber mit denen hatte ich wirklich richtig persönliche Gespräche. Du meinst an der Tagung? Sprichst du von der Tagung des Integralen Forums in Nürnberg? Ja. Ich meine, gut, die waren auch schon 40 wahrscheinlich und ich habe sie auch für jünger eingeschätzt, aber dass die mir so ihr Herz geöffnet haben und so vertrauensvoll waren. Gut, es ist vielleicht sogar auch dieser Altersbonus, ne? Dass ich vertrauenswürdiger wirke als vielleicht früher oder als ihre Altersgenossen. Ne? Also sowas kann auch sein. Ne? Das ist interessant, dass du von Altersbonus sprichst. Es kann man ja auf mehrere Weisen verstehen. Man kann jetzt auch verstehen, naja, komm, die alte Spind, lass es sein. Oder man kann es so verstehen, ja, vielleicht hat sie was zu sagen oder kann mir was geben. Ne? Und es kommt wahrscheinlich darauf an, wer uns gegenübersteht. Also ich war ja ehrenamtlich in der AIDS-Hilfe tätig und habe mich da natürlich auch mit dem Stirb und Werde beschäftigt und war dann später da im Vorstand und ich meine, da war ich ja 40, 42, 45, ich weiß nicht genau. Und da waren die Angestellten teilweise auch jünger und auch viele Mitglieder waren jünger. Und als ich im Vorstand war, ich habe mich wirklich gewundert, dass die gemacht haben, was ich gesagt habe. Und da habe ich so gedacht, es gibt auch eine natürliche Autorität. Die haben manche früher und ich habe es eben erst da bei mir so wahrgenommen. Zumal ich ja nun auch beruflich alleine arbeite und da natürlich auch nicht so das Umfeld habe, ne, wo es irgendwelche Rangunterschiede gibt oder so. Und ich habe wirklich in der letzten Zeit eigentlich auch nochmal viel Selbstsicherheit gewonnen und ich weiß gar nicht, ich kann nicht wirklich sagen, woran ich das festmache, aber doch, ich habe mal so ein ähnliches Treffen wie die integrale Konferenz organisiert, hier, nachdem die Heilerin, bei der ich gelernt habe, keine Seminare mehr hier gibt, habe ich
gedacht, ich organisiere jetzt ein großes Heilertreffen für die ganzen Leute, die jetzt dastehen und keine Lehrerin mehr haben, und dass wir uns trotzdem noch treffen und eben diese Gemeinschaft pflegen. Und das war ein Projekt, hinterher hat mich jemand einmal gefragt, hast du schon mal eine größere Gruppe organisiert? Meine Heilergruppen sind maximal 10 Leute oder 12. Aber da ein Treffen mit 80 Leuten zu organisieren, gut, meine paar haben sich angeboten und haben geholfen auch und so. Aber ich habe wirklich diesen Zug aufs Gleis gesetzt. Ne? Und wir treffen uns immer noch jetzt nach Jahren. Ne? Jetzt organisieren das andere. Und ich habe auch gesagt, also ich hab das dann zweimal gemacht. Und ich habe auch gesagt, ich mache es dann nicht mehr, weil ich niemandem diese Erfahrung wegnehmen will. Und über diese... Also was mir da aufgefallen ist, ist, dass ich praktisch so auf der Hälfte vom ersten Tag, also wir hatten uns am Abend vorher getroffen, ist meine Stimme einfach tiefer geworden. Da bin ich so richtig bei mir gelandet. Und das war eine Erfahrung, das ist unglaublich. Na? Sprich mal darüber, was ist diese Erfahrung? Ja, ich hatte das Gefühl, dass ich wirklich in dieser Situation, wo ich erstens verantwortlich war und zweitens auch einen Stress hatte, dass ich da so bei mir sein konnte. Und es ist passiert. Also da habe ich keine Übung für gemacht oder so. Ne? Es war einfach nur die Tatsache, dass ich das gemacht habe. Mhm. Und dass die alle, das sind 80 Leute gekommen. Ne? Also wirklich vergleichbar zum integralen Kongress. Ist das praktisch eine Ermutigung, Verantwortung zu übernehmen, um weiterzukommen in der eigenen Entwicklung? Ja. Und nicht sagen, ach nee, das kann jemand anders für mich machen, ich mag das nicht, ich kann das nicht, nee. Das machen wir immer so gerne, ne? Dass wir sagen, ja, das können wir nicht, lassen wir lieber bleiben. Dass man also auch gerade was annehmen soll, wovon man nicht hundertprozentig weiß, ob man es schafft. Aber man hat ja bestimmte Fähigkeiten und man kann ja noch was dazulernen schließlich, nicht? Und das ist ein wunderbares Beispiel. Ich meine, für mich war das mit diesen Videosachen zu machen, ja. Ich habe das ja früher auch nie gekonnt oder nie gedacht, dass ich sowas machen würde. Und ich dachte immer, mir fällt da gar nichts ein zum Reden, aber mittlerweile kann ich das schon ganz gut vor mich hin plappern. Und manchmal kommt auch was Vernünftiges raus. Insofern ist das auch wunderbar eine Bestätigung, dass man viel mehr kann, als man denkt. Ja. Aber man muss es ausprobieren. Zum Beispiel Gesangslehrerin bin ich geworden, aus Notwendigkeit heraus, weil ich nicht wusste, wovon ich leben sollte, als ich mich getrennt hatte von dem Partner hier in Italien. Also bin ich irgendwie durch Synchronicity, also durch Zufälle, könnte man das nennen, dahin gekommen, dass ich dann an der deutschen Schule Nachmittagsunterricht in Gesang gemacht habe und dass ich dann einen Chor geleitet habe an der deutschen Kirche in Rom. Ne? Und wenn ich das nicht hätte machen müssen, hätte ich nie rausgefunden, dass ich das gut kann. Ja, wenn ich also weiterhin einen Mann gehabt hätte, der immer das Geld anbringt und ich brauche kein Geld verdienen, wäre ich wahrscheinlich zu faul gewesen. Also es ist gut, wenn man so Herausforderungen hat, auch wenn die einen Angst machen und man wächst daran. Und ich denke, weil wir von Conscious Aging sprechen, das ist in jeder Altersstufe so. Was können wir jetzt Neues noch lernen? Zum Beispiel Technologie oder was? Was ist gut, Heidi? Naja, aber ich bin manchmal auch schon ganz verzweifelt. Ja? Aber wenn man dann aufgibt, man findet dann schon irgendjemand, der einem möglicherweise was sagt. Das ist halt auch Arbeit, aber naja, ist es halt. Ich habe jetzt gerade gestern in YouTube wieder so einen Talk gehört, sowas wie ein TED-Talk oder so, wo wissenschaftlich erforscht wurde, was die Menschen am meisten glücklich machte. Und nichts tun war also fast gar nicht. Also irgendwie Sex war gut, aber noch andere Sachen waren auch gut, aber nichts tun war wirklich am tiefsten Ende von der Skala. Also wir wollen was tun. Und je mehr wir dabei auch herausgefordert sind, aber immer noch in einem Rahmen, ja, dass wir nicht vor Schreck komplett lahmgelegt werden, dann hilft das. Dann bringt uns das weiter. Ne?
Also ich würde gerne nochmal zu diesem Heilertreffen zurück. Es ist auch noch was anderes für mich und auch für die anderen passiert. Die Heilerin hatte noch Termine gemacht. Ne? Also es standen noch 3 Termine aus, als dann plötzlich diese Bombe einschlug, dass sie gesagt hat, wir kommen nicht mehr. Sie kam mit ihrem Mann. Ne? Und es ist mir jetzt deutlich geworden, ne? Nach diesem ersten Schock, wirklich am nächsten Tag, habe ich den Organisator angerufen und habe gesagt, tu das Hotel nicht stornieren, lass uns an dem Wochenende, dann nur für 3 Tage, uns da treffen. Und jetzt gucken wir erstmal, ob sich Leute anmelden und gucken dann, ob wir das durchführen können oder nicht. Was für mich stattgefunden hat, war, ich wäre ja da noch, ich meine, ich bin eh 20 Jahre zu den Seminaren hingegangen und die Frau hat jedes Mal was Neues angebracht, auch wenn das Thema an sich sich wiederholt hat, aber sie kam immer mit dem neuesten Stand der Wissenschaft auch und mit den neuesten Erfahrungen. Also ich hätte unendlich weiter lernen, oder ich kann und könnte unendlich weiter von ihr lernen und trotz allem habe ich dieses Ende der Schülerschaft akzeptiert. Denke ich. Und das hat vielleicht auch mit der tieferen Stimme zu tun. Dass ich zwar nicht jetzt in die Lehrerrolle gegangen bin, aber doch in die Rolle, diese Gemeinschaft zusammenzuhalten. Ja, und auch auf einer Ebene. Also es hat was ganz Neues stattgefunden. Auch diese Abnabelung, nicht, dass du jetzt für dich selbst dastehst und nicht mehr das Kind bist oder der Student bist, sondern selber die Autorität in dir findest, ja. Das, ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist wie so ein Initiationsprozess, der dann stattfindet. Und der findet oft nicht freiwillig statt, sondern da braucht man manchmal einen kleinen Tritt im Hintern, ne? Ja gut, ich meine, ich hatte das ja auch gar nicht angestrebt, ne? Aber es hat stattgefunden. Sehr gut. Ich wusste nicht, was ich damit mache, für mich auch. Ne? Mhm, es war sehr sehr einschneidend auf eine bestimmte Art. Ne? Also jetzt ist so, ich meine, ich könnte natürlich in die USA fliegen und da weiter Seminare machen, macht sie noch und erwartet das eigentlich auch. Und für mich stünde auch noch eine Einweihung aus, aber ich habe so das Gefühl, die hat schon stattgefunden. Das ist wunderbar. Ja, und ich meine, auch das gehört eben zum Älterwerden, dass man merkt, man hat wieder eine Stufe genommen auch. Ne? Und die auch zelebriert. Ja. Und umgekehrt. Ja. Und umgekehrt auch zu wissen, bestimmte Dinge sind vorbei. Bestimmte Abschnitte sind vorbei und die können sich nicht wiederholen. Und von da muss man jetzt weitergehen. Also ich hatte ganz stark immer dieses Empfinden, so das ist jetzt zu Ende. Es ist einfach zu Ende. Was Neues kommt. Ich würde gerne noch was anderes ansprechen. Ich habe das Buch noch nicht gelesen. Von wem war es jetzt? Es ging um Würde. Also diese Würde, die ein Mensch für sich erobern muss eigentlich. Und die hat man ja in sich selber, die gibt einem ja keiner. Und Würde hat natürlich auch mit Alter zu tun. Ne? Und da ist für mich, wie gesagt, ich habe nur den Titel gelesen und mir das aufgeschrieben und will das lesen, aber dieser Begriff und das, was es für mich bedeutet, arbeitet in mir. Ne, weil man sagt ja auch in Würde altern. Ne? Mhm. Und es ist halt die Frage, ob ich in Würde altere, wenn ich weiter meine bunten T-Shirt-Kleidchen anziehe und die bunten Leggings und mit einem Zopf rumlaufe, wo ich von hinten aussehe wie eine weißblonde 14-Jährige. Ne? Schmuck hin oder her. Ne? Würdiger Schmuck. Ja, das frage ich mich gerade. Was ist für dich Würde? Was würdest du da sehen als Würde? Ja, ich komme nicht umsonst jetzt drauf, weil ich denke, es hat mir Würde gegeben,
dieses Heilertreffen zu organisieren. Und auch zum Beispiel das intuitive Malen beim integralen Kongress anzubieten. Ich habe mich da in meiner Rolle sehr wohl gefühlt. Also da bin ich in eine Art Unterricht- oder Lehrerposition reingerutscht. Das, was ich mir nicht so klar gemacht hatte, dass erstens, dass ich es kann und zweitens, was es mir auch gibt. Und was ich anderen geben kann damit auch, natürlich. Ne? Und hat Würde auch was mit Haltung zu tun, auch mit Körper? Du sprachst ja schon mal davon, dass der Körper so wichtig ist im Leben, dass man nicht nur auf den Kopf sich verlassen sollte, sondern zumindest den Körper mit einbeziehen. Ich denke, ich habe gerade auch so ein Video-Summit gesehen, wo jemand sprach darüber, wenn du so durch die Gegend gehst, fühlst du dich in einer gewissen Weise. Und wenn du so durch die Gegend gehst, fühlst du dich anders. Ne? Und den Schmuck, den du trägst, ohne so eine würdevolle Haltung, wie du hier sitzt, versuch doch mal, dich so hinzusetzen. Das wirkt doch gar nicht. Ja? Nee, das geht gar nicht. Überhaupt nicht. Wobei ich wirklich auch oft krumm sitze und mir eigentlich dachte, zu meiner Würde wird auch dazugehören, dass ich einfach Gymnastik für meinen Rücken mache. Ne? Und auch für meinen Bauch. Ne? Genau. Genau. Also alter werden in Würde bedeutet, sich um den Körper zu kümmern, dass er einigermaßen elastisch bleibt und dass wir so lang wie möglich die Beweglichkeit haben. Das heißt nicht, es gibt manche Leute, die machen von früh bis abends nichts anders. Das muss es ja noch nicht sein. Aber ich habe mir jetzt so ein Ding, so eine Uhr gekauft, wo ich meine täglichen Schritte ablesen kann. Und dann mache ich eine halbe Stunde auf dem Heimtrainer und manchmal fahre ich richtig Fahrrad. Einfach aus der Erkenntnis heraus, alt werden und dann den Körper einfrieren lassen, ist, glaube ich, nicht unbedingt die allerbeste Idee. Ne? Ich flippe immer aus, wenn Leute sagen, na ja, jetzt im Alter oder so. Ne? Und dann sind sie vielleicht 50 oder 55 oder 60, ne? Wo ich dann mir auf die Zunge beiße, um nicht zu sagen, dass ich fast 70 werde. Ne? Oder fast 70 bin. Weil die glauben, ich bin 10 Jahre jünger. Ne? Trotzdem sage ich dann, red doch so nicht. Es hat damit gar nichts zu tun. Ich meine, ich bin auch langsamer geworden, aber ich bin auch sehr viel sorgfältiger geworden und ich genieße das. Es muss nicht mehr alles schnell, schnell gehen und rausgehaut werden. Ne? Was du ansprichst, ist das Reframing, nicht? Dass man aus dieser negativen Beurteilung dessen, dass man etwas verliert, herauskommt, sondern normalerweise gar nicht beachtet, was man gewinnt. Und wir gewinnen ja eine Menge. Wir haben vorhin, glaube ich, von Weisheit gesprochen und Würde. Man kann Würde gewinnen. Ist natürlich kein automatischer Prozess. Ein bisschen was muss man wahrscheinlich schon auch dazu tun. Aber dieser Mindset ist so allgemein, dass man, ja, dann bin ich krank, dann habe ich das, dann habe ich das, dann habe ich das und dann das und dann wird man so, ja, und ja, in meinem Alter, da kann ich auch eine Story dazu erzählen. Ich habe mal, bevor ich Marc kennenlernte, vor über 10 Jahren, habe ich mal so eine Dating-Site gemacht und dann habe ich da mal hier mit jemandem geschrieben und habe gesagt, was ich so alles machen will im Leben und so. Ich sage, in deinem Alter, kam dann zurück. Spinnst du? Ich war noch nicht mal 50 oder so. Ja, also, come on. Da weiß ich auch eine schöne Geschichte. Ich weiß nicht mehr, ob ich es jetzt gut hinkriege, habe ich gelesen. Hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, dass in Stammeskulturen doch eine Art von Versorgung für die Alten auch oder Kranken stattfindet. Trotz allem sind diese Stämme natürlich auch gewandert. Und wer das nicht schaffen konnte und wen man nicht mehr tragen konnte, der wurde zurückgelassen. Ja. Und da ging es um zwei Frauen. Die eine ging schon am Stock und hatte alle möglichen Schmerzen und Zeug. Und ich weiß nicht mehr, was mit der anderen war. Jedenfalls waren die vollkommen von Sorgen, dass die zurückgelassen wurden. Und dann haben die sich zusammengetan und haben dann gesagt, ja, was machen wir jetzt? Ich meine, wir sind noch nicht so weit, dass wir nichts mehr essen, nichts mehr trinken und in den Wald gehen und dann ist es vorbei. Ich meine, ist zum Beispiel auch was ich sage, wenn mein Leben nicht mehr lebenswert ist, würde ich es auch
beenden in irgendeiner Form. Jetzt nicht mit Gift, das nicht, aber ich würde eben nichts mehr essen, nichts mehr trinken oder so. Den freien Willen möchte ich haben. Naja, egal, jedenfalls haben die dann gesagt, naja, wir haben uns schon ein bisschen gehen lassen. Na, die eine mit dem Stock hat gesagt, naja, ich habe da den Stock genommen, weil es ging natürlich ein bisschen leichter, aber ich habe mich dadurch auch dumm verwöhnt und ich will versuchen, wieder ohne Stock zu gehen. Und die beiden Frauen sind dann irgendwie in dieses Winterquartier zurückgegangen und haben gefischt und sich einen Vorrat für den Winter angelegt und die Fische getrocknet und gesammelt und ich weiß nicht was. Also haben sich auch selber so weit regeneriert, dass sie überleben konnten. Schwierig war eben, für den Winter vorzusorgen. Und dann hatten sie mehr, als sie für sich zu zweit gebraucht hätten und haben aber dann weitergearbeitet und haben gesagt, naja, wenn der Stamm zurückkommt, es war ein hartes, also ein harter Sommer oder es wird ein harter Winter oder ich weiß die Geschichte nicht mehr so genau. Und die haben dann weiter gefischt und weiter gejagt und weiter gesammelt und haben damit den Stamm gerettet. Also irgendwas war dann, also als die wiederkamen, hatten die keine Vorräte und da kriege ich jetzt richtig Gänsehaut, ne? weil sowas kann man im Alter auch finden. Ne? Dass man hingeht und sagt, Mensch, ich habe einfach doch noch Kapazitäten, auch wenn ich in anderen Bereichen gesellschaftlich nicht mehr mitmache, kann ich was tun, was für meine Umgebung lebensnotwendig ist. Ne? Naja, und wie gesagt, ich bin eben ja auch Heilerin geworden, um das noch machen zu können, falls ich mal mit den Augen und mit den Händen nicht mehr so fit bin, dass ich Schmuck machen kann. Und da brauchst du ja doch ziemlich filigranes Arbeiten, nicht, beim Schmuck machen? Ja, ja. Und ich meine, ich preise die moderne Medizintechnik. Ich hatte einen grauen Star auf beiden Augen und habe beide Augen operieren lassen. Ich wäre blind jetzt. Ne? Ich könnte nur noch heilen mit Handauflegen machen. Sehr gut. Das bringt ein anderes Thema. Wie sollen wir uns also für unsere Gesundheit aufs Alter vorbereiten? Und du sprichst beides an. Wir brauchen die normale Medizin, aber vielleicht nicht nur. Ne? Du hast auch gesprochen von den vielen Antibiotics, die man normalerweise reingeleiert kriegt, die ja den ganzen Darm kaputt machen. Und ja, und vielleicht nicht nur. Die vor allen Dingen, dass man sich so dran gewöhnt, dass wenn es wirklich nötig ist, wirken sie dann nicht mehr so richtig. Wie siehst du da die Balance, die wir finden können? Müssen wir wirklich 20 Tabletten am Tag schlucken, wie es meine Mutter gemacht hat? Oder? Also man hat herausgefunden, dass die meisten alten Leute wirklich schief vergiftet sind von den Medikamenten, die sie kriegen. Weil die ja auch gar nicht mehr so einen starken Stoffwechsel haben, sich nicht mehr so viel bewegen und das dann auch gar nicht mehr verdauen können, sage ich jetzt mal. Der Körper scheidet es auch viel schwerer aus, ne? Wenn man sich nicht mehr so bewegen kann. Also es ist wichtig, würde ich mal sagen, gerade auch wenn man nicht mehr gut laufen kann, so viel wie möglich zu atmen. So, ich atme manchmal mit dem Hund mit, ne? wenn er so aufgeregt ist. Ne? Und das aber auch ein bisschen länger. Ne? Ist was ich auch in der Badewanne mache. Einfach mal dieses Hecheln und auch die Frequenz noch zu steigern. Einfach um zu gucken, dass es Zweifel ordentlich locker wird. Und diese Sauerstoffversorgung vom Blut ist unheimlich wichtig. So. Für alles. Ne? Ich wünsche jedem, dass er auch im Bewusstsein klar, im Kopf klar bleibt, wenn er älter wird. Da gibt es einfach, viele Degenerationserscheinungen im Gehirn werden ausgelöst durch Zucker und Gluten und also, und zwar werden Entzündungen ausgelöst. Das sind alles entzündliche Prozesse, wo das Gehirn dann
und natürlich der übrige Körper auch ganz schnell nachlässt. Also ich empfehle Honig mit Kurkuma gemischt. Das ist ein Mittel, was besser wirkt als das beste Antibiotikum. Das wirkt gegen Viren und Bakterien. Also gegen Antibiotika wirken ja nicht gegen Viren, ne? Weil die in den Zellen stecken. Nur gegen Bakterien, die im Blutstrom sind. Und damit ist es schon einfach ein einbeiniger Versuch, da irgendwas zu machen, weil so genau weiß man ja auch oft nicht, ob es jetzt Bakterien sind oder auch Viren und auch Viren oder so. Also das weiß ich schon von den AIDS-Patienten, mit denen ich gearbeitet habe. Das ging damals rund Kurkuma. Kurkuma war damals als Tee, als in Milch, als Gewürz. Gut für den Darm, gut fürs Immunsystem und eben gut gegen Viren und gegen Bakterien. Und mit Honig gemischt, Honig hat ja nun auch eine stark antibakterielle Wirkung, ist es so, dass es eben auch die Hirnblutschranke überwindet und dadurch auch im Gehirn heilsam sein kann gegen diese Entzündungen. Also die. Und wie viel? Kurkuma, einen Teelöffel am Tag oder wie viel? Ja, also da bin ich jetzt nicht wirklich befugt, sowas zu verschreiben. Aus deiner Erfahrung raus, wie viel würdest du? Ja, ich nehme vielleicht einen oder zwei, vorbeugend, ne? Aber ich denke mal, dreimal täglich man muss dann mal gucken, also ich meine, manchmal reagiert, also wenn man zu viel Kurkuma nimmt, reagiert der Darm dann auch ein bisschen gereizt. Ich denke, das ist sehr, sehr individuell. Und kann man aber auch recherchieren, also im Internet findet man drüber, wo dann auch mehr Erfahrungen sind, als ich jetzt nur von mir habe. Ne? Aber ich frage dich aus einem bestimmten Grund, weil ich nehme schon Kurkuma, aber ich war immer nicht sicher, wie viel richtig sind. Ich finde, es schmeckt ja grauslich und das muss man irgendwie immer, entweder wenn ich Fleisch mache, dann statt Curry oder so, das da dazu oder ein Joghurt oder sowas. Und dann Reishi-Pilze habe ich auch immer noch genommen und Vitamin C und alles diese Sachen. Aber du sagst, es reizt auch den Darm, denn ich habe auch Darmprobleme, sagen wir mal, ganz viel Lüfte oder so. Ist es dann, ich missbrauche dich jetzt ein bisschen als Heilerin, ist das dann kontraproduktiv, wenn man Kurkuma nimmt? Nee. Nein, nicht wirklich. Nur halt einfach mit der Dosierung vorsichtig sein, ne? Also immer nur kleine Mengen. Ah, okay. Und wie gesagt, probier es mal. Also mir schmeckt es halt total gut. Und das ist dann auch wieder sowas, wo ich sage, naja, wenn es einem schmeckt, die Zunge ist ja wirklich mit dem ganzen Nervensystem in Beziehung. Und was einem schmeckt, sollte man auch essen. Ne? Also, und was einem nicht schmeckt, nicht? Das ist ja, das weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich verschreibe den Leuten nichts. Ne? Ich bin keine Heilerin, keine Heilpraktikerin. Genau. Muss man selber ausprobieren. Mhm. Aber probier es eben wirklich mal mit Honig zusammen. Mhm. Du brauchst einen flüssigen Honig und ich hatte jetzt einen ganz normalen flüssigen Honig und habe da so viel reingerührt, dass das ziemlich steif ist. Ja. Und das schmeckt sehr, sehr stark nach Kurkuma. Wie gesagt, ich mag das und ich mag nicht so gerne süß. Aber ich denke, auch da kann man eine Mischung finden, womit es gut geht. Ja, und das haben wir ein spezielles Thema genommen, aber es geht darum, vorbeugend, was kann man alles vorbeugend tun? Und wir haben auch jetzt über Muskelaufbau oder zumindest Gegenwirkung, dass er sich abbaut, gesprochen. Du hast über Atem gesprochen, den man tun soll. Ich weiß auch, dass man singen sollte. Einmal die Woche in den Chor gehen wär praktisch. Das hält das auch die Stimme. Wenn man singt, kann man keine Angst haben. Nur noch Naja, man kann Angst haben, falsch zu singen. Ne? Und das ist damit ein anderes Thema. Aber nicht mehr, wenn du den Mund auf hast und ein Ton rauskommt. Die Angst ist nur so lange da, wie kein Ton rauskommt.
Ja, es sei denn, du hast einen Chorleiter, der dich anguckt, wenn du den falschen Ton singst. Ja, dann, also ich hatte das alles hinter mir. Aber wenn man die richtige Gruppe findet, wo man Freude am Singen hat, statt, das ist jetzt falsch, dann ist es sicherlich sehr, 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 sehr gut. Was noch? Was kann man noch tun, um das Älterwerden zum Spaß zu machen? Also nochmal zum Singen. Ich habe einen Kurs gemacht in Obertonsingen, wo man nur so tönt, ne? Und dann aber eben in der Kehle noch die natürlichen höheren Frequenzen oder tieferen Frequenzen findet. Kann ich nur empfehlen. Also das ist wirklich, weil man einen tiefen Grundton hat und dann durch Technik eben die höheren Töne findet. Ja, zum Beispiel, ja. Da kann man auch nichts falsch machen. Da kann man nichts falsch machen. Und ganz schön wirkt es, wenn man im Auto, also wenn ich alleine fahre und im Auto singe, die Windschutzscheibe reflektiert den Sound. Ne? Also da hört man es besser, als wenn man jetzt in der Natur das macht oder so. Mhm. Und einen hört sonst keiner, wenn man nicht das Handy anhört. Ich vorhin... Also, die er vorher schon gesagt hatte, es gibt ein Buch, die Entschlüsselung des Alters. Mir fällt jetzt natürlich schon wieder die Autorin nicht ein. Die hat den Nobelpreis für diese Forschung gekriegt. Und zwar sitzt auf jedem Chromosom ein Teil, das nennt sich Telomer. Mhm. Und diese Telomere sind dazu da, dass die Zellen sich untereinander, also es ist ein Sender und Empfänger. Die sind dazu da, um sich gegenseitig zu informieren und zu koordinieren. Für den ganzen Körper. Also das findet nicht nur im Gehirn statt, sondern in jeder Zelle. Und darüber wird eben auch dieses biologische Alter festgestellt. Und man ist alt, wenn die kurzen schlapp sind. Und man ist jung, wenn die lang und beweglich sind und aufrecht stehen. Und man hat herausgefunden, dass kreative Menschen und Leute, die über diese Telomere auch mit ihrer Umgebung und mit dem Kosmos verbunden sind, dass da die Telomere auch, oder dass die auch biologisch jung bleiben. Wenn man das nicht nutzt, und bei Kindern ist natürlich klar, da sind die ganz lebendig und lang und hängen nicht runter, also stehen aufrecht und sind ständig in Aktion. Das heißt, das kann man auch üben. Also die Kreativität muss man nicht ablegen. Das hat mit Alter nichts zu tun. Und selbst Mandalas ausmalen ist was auch wenn es langweilig erscheint, für manche ist was diesen Bereich unterstützt. Aber wichtig wäre eben gerade auch im Altwerden oder im Älterwerden und Weiserwerden, dass wir uns klar machen, dass wir eben nicht alleine sind, dass wir mit allem in Verbindung sind. Und das können wir auch pflegen, wenn wir jetzt körperlich alleine sind. Ne? Aber einfach mal in die Stadt gehen und mal hinspüren, wie das ist, wenn man in der U-Bahn ist, mit den anderen zusammen, die ja nichts mit einem zu tun haben eigentlich. Und trotzdem gehört man zusammen in dem Moment. Oder im Café oder eben, wie ich das erlebt habe, also jetzt im Nachhinein, ne, als ich mich entschieden habe, Goldschmiedin zu werden und so unglücklich, wie ich war, dass ich wusste, ich will eigentlich nicht an die Uni und das war aber vorgezeichnet, dass ich da in die Oper gegangen bin. Ne? Ich denke,
da habe ich das erfahren, diese Gemeinschaft, dieses gemeinsame Erleben von diesem Opernspiel und der Musik. Und das hat mir viel Kraft gegeben, denke ich mal. Und eben auch die Einsicht, dass ich Goldschmiedin werden musste und ein Handwerk machen musste und nicht im vernünftigen Bereich, also nur im Vernunftsbereich bleiben darf. Und will, vor allen Dingen. Naja, und ich denke einfach, Tiere sind ganz, ganz wichtig. Also ein Tier zu, also hat man auch schon rausgefunden, ne? Tiere zu streicheln, senkt den Blutdruck und öffnet das Herz. Ich weiß nicht, wo das ist, das habe ich auch gerade vor kurzem erst gelesen, dass man streunende Tiere ins Gefängnis gebracht hat und die Gefängnisinsassen müssen sich um die kümmern. Toll. Und so macht man es ja in Altersheimen auch, ne? Ja, und auch mit schwer erziehbaren Jugendlichen. Wir hatten mal jemand da, hier, so einen jungen Mann, der drogenabhängig vorher war. Und der hat dann ein Küken aufgezogen und ist immer mit dem Küken auf der Schulter durch die Gegend. Und auch mit dem Hund. Ich hatte einen therapeutischen Hund sozusagen. Mit dem hat er alles möglich gemacht. Manchmal musste ich ihn stoppen, weil das zu viel war. Aber da hatte der so eine Verbindung gespürt, die er sicher früher oder mit Menschen überhaupt nie hatte. Ja, also Tiere sind super. Super. Und dann gibt es auch, ich weiß auch jetzt wieder nicht mehr wo, ein Pilotprojekt, wo man Waisenkinder und ein Altersheim, also ein Waisenkinderheim und ein Altersheim zusammengetan hat. Super. Ja? Also ich denke, ich habe keine Kinder. Das wäre für mich, wenn ich dann mal nicht mehr berufstätig bin oder sein muss, sowas, dass ich mich wirklich als Wahloma anbiete. Zum Vorlesen und Spielen. Und ja, das ist doch genial. Ne? Wir müssen viel mehr auf solche Ideen kommen, die Dinge zusammenzunehmen, statt für jede Bevölkerungsgruppe einzelne Projekte verfolgen. Das viel mehr, ja, und gerade so viele Kinder brauchen eine Oma, ne? Und manchmal haben sie eine eigene Oma, aber manchmal oft auch nicht. Ja, ne? Oder die wohnt woanders oder genau. Ja, kann nicht mehr so spielen oder so. Ich weiß von einem amerikanischen Projekt, der auch Wahlomas, da wollte ich mich auch mal, also über Internet dann halt, bewerben, haben sie gesagt, wir haben so viel Bewerbung für Omas, wir haben viel weniger Bewerbungen für Jugendliche, die das in Anspruch nehmen wollen. Ja. Ja. Aber vielleicht ist es halt nicht cool, mit Oma zusammen zu sein. Ich weiß es nicht. Das weiß ich jetzt nicht, ja. Das wäre auch noch etwas, was wir, wenn wir älter werden, versuchen könnten zu erforschen. Das Wiederzusammenfinden der Generationen. Wie können wir das fördern, statt uns abzugrenzen und denken, wir sind jetzt ja doch schon so weise oder sonst was. Was können wir tun, um ja, zum Beispiel als Wahloma gesucht zu werden, ja? Insofern wäre das, wenn das so staatliche, wenn wir in Integra sind, auf die unten rechte Quadranten, wenn es da Institutionen gibt, dann wäre das doch super einfach, ne? Statt dass wir das alles alleine auf die Beine stellen müssen, man hat ja auch nur begrenzte Kompetenzen, das schafft man ja nicht alles, ne? Also so. Was wohl sehr gut funktioniert, sind diese Mehrgenerationenhäuser. Was ich nur jetzt gerade, war jetzt gerade in den Nachrichten, dass die Krankenkassen für so private Projekte nichts zahlen mehr. Ne, für eine Altenheimversorgung müssen sie zahlen, aber dafür für eine Versorgung jetzt in der alten, also da ging es um alten WGs, ne, dass die Krankenkassen da keine Zuschüsse zahlen für die Versorgung da. Ja, wunderbar. Ja. Es ist eher ein Rückschritt, ja, als ein Fortschritt. Also. Ja gut, aber ich meine, wir müssen uns mit diesen Institutionen auseinandersetzen, weil die hindern uns und fördern uns nicht. Und wir müssen natürlich einen Teil davon auch selber machen. Ja, klar. Und aktiv werden, Social Activist. Auch politisch aktiv sein müssen, ne? Weil, ja. Weil wenn man mit solchen Institutionen zu tun hat und was verändern will, dann ist das eine ziemlich hohe Ebene.
Aufruf. Ja. Ältere Menschen, vereinigt euch. Ja, aber das gilt für alle Gesellschaftsschichten. Das gilt für alle. Wir müssen uns alle in unserem Lebensbereich zusammentun und es selber gestalten. Das kann man nicht mehr den Politikern überlassen. Ja, und du hast ja da praktisch mit deinem Heilertreffen einen Anfang gemacht. Wir müssen, was wir jetzt ja online machen, uns treffen online und dann halt auch in Person. Es ist viel Arbeit, aber gerade angeblich haben wir Rentner eine Menge Zeit. Die können sich dann damit beschäftigen. Und das, fällt mir gerade noch zum Ende eine Geschichte ein. Meine Mutter, nachdem mein Vater gestorben war, der war in der Lokalpolitik gewesen in Coburg, dann war sie erst mal ein Jahr depressiv und sie dachte immer, sie kann nichts und weiß nichts und so, nach 5 Kindern, die sie großgezogen hat und konnte eigentlich nicht studieren und naja, da war Krieg und alles Mögliche, als sie in dem Alter war. Und als mein Vater gestorben war, da dachte sie eigentlich, jetzt ist die Welt zu Ende. Und dann plötzlich wurde ihr, sie lebte in einem Haus und davor war ein Grünstreifen und dann ein Teich. Und das sollte durch den Grünstreifen eine Straße gebaut werden. Und da hat sie sich so echauffiert darüber und hat angefangen, einen Bürgerverein zu gründen. Und plötzlich all das, was sie sozusagen nebenbei politisch gelernt hat von meinem Vater, kam plötzlich zum Tragen. Ja, toll. Ja, toll. 10 Jahre lang oder wie lang diesen Bürgerverein geleitet und alles mögliche. Da haben sie die ersten Plastikmüll-Sammlungen gemacht in den 70er Jahren. Ja, und dann irgendwann hat sie gesagt, nee, das wird mir jetzt zu viel. Und dann hat sie aufgehört und ab da war es ein ständiger Rückgang. Ja, am Ende ist er praktisch versteinert. Also selbst wenn es solche Sachen zu viel werden, wir sollen trotzdem weitermachen. Denn das hält uns am Leben. Ja? Diesen Aufschwung, den sie hatte in eine Art von Selbstständigkeit und Auftreten und sichtbar werden und machen, ne? das war so lebensspendend. Und wenn dann wieder das Alte reinkommt, ach nee, ja, vielleicht doch nicht, ne? dann ist vorbei. Und wir sollten uns daran erinnern, nicht aufzugeben, auch wenn es manchmal schwierig ist. Das wäre mein Schlusswort. Ja, und ich würde einfach alle ermutigen, sich auch die Gesellschaft und Umgebung zu suchen, die dem eigenen biologischen Alter entspricht. Also meine Freundinnen sind fast alle 10 Jahre jünger und teilweise 20 Jahre jünger. Und ich meine auch, dass es eigentlich nicht sehr viel auffällt. Ne? Also gut, muss man die Jüngeren fragen. Trotz allem ist es was ich sehr gut finde. Ne? Und ich meine, gut, ich arbeite eben einfach auch noch. Ne? Ich führe kein Rentnerdasein. Ich muss nicht andauernd irgendwo mit alten Leuten essen gehen oder wegfahren. Oder, ne? Also gut, da würde ich manchmal auch gerne. Ne? Aber dann habe ich weder Zeit noch Geld dazu. Und dann denke ich, fahrt ihr mal. Ne? Ja. Da ist man einerseits ist man neidisch, ne? Und andererseits denke ich, also im Moment tut es mir einfach auch gut, dann doch eher noch mit den Leuten zu tun zu haben, die voll im Beruf sind. Ne? Ja, und die dir auch Anregungen geben. Und ich denke, durch die Welt fahren ist zwar schön, aber irgendwann wird es auch mal langweilig, wenn du alles gesehen hast. Ja? Also wir müssen finden etwas, was uns wirklich am Herzen liegt, so wie du das beschrieben hast. Und ich denke, im Moment mache ich das und mir macht es einen super Spaß, mit dir zu reden, mit den anderen zu reden. Und, ich finde das so toll. Ich meine, ich habe diesen Interviews auf YouTube, bin ich viel gefolgt. Also dadurch habe ich viel über amerikanische Heiler erfahren und so. Und da gibt es eine ganze Community. Also das ist da schon wirklich ein Arbeitsfeld auch. Ne? Und habe immer gedacht, meine Güte, also eigentlich würdest du auch so gerne sowas machen. Und du eröffnest mir das jetzt damit. Das ist richtig schön. Ne? Super. Kann ich dich nochmal zum Heilen insgesamt interviewen oder du machst dir selber die Videos und mit der Zeit kommst du rein und dann bist du auch draußen. Ja. Super. Ja.
Und für jeden, jeder mag ja irgendwas gerne arbeiten oder machen oder hat Interessen, die einem gefallen. Auch wenn es nur, was weiß ich, aus der Jugend die Spielzeugeisenbahnen sind. Ich kenne jemanden hier, der sammelt die. Ja? Also ihr könnt irgendwas, was euch Spaß macht, erfinden und das nach außen geben. Irgendjemand wird sich dafür interessieren. Heutzutage ist es ja nicht mehr, dass wir nur hier in dem Dorf leben oder in der Stadt, sondern wir leben ja in der ganzen Welt. Es kann überall hin. Und selbst wenn es hier keinen gibt, der sich für das interessiert, was du machst, was für mich so mehr oder weniger der Fall ist, aber in der Welt gibt es Leute. Und wunderbar. Und damit hoffe ich, dass wir genug ermutigende Worte gesprochen haben zum Älterwerden. Conscious Aging. Miss Älterwerden ist schön. Viele Sachen fallen ab von einem, die man früher so, wie so fürchterlich wichtig war. Und du hast gesagt, du freust dich darauf, dass du älter wirst. Ja. Gut, wunderbar. Und dann sehen wir uns wieder und sprechen über die nächsten Entwicklungen. Okay? Ich würde mir wünschen, dass das Feedback kommt und dass Leute ihre Ideen mit uns teilen. Oh ja, was genau. Was man alles auch noch machen könnte. Genau, oder was Sie machen, was Sie dazu halten, das wäre toll. Ihr könnt entweder auf der Webseite thewisdomfactory.net und dann wird das unter Ulrike Hoffmann Schüler sein, oder auf YouTube könnt ihr auch die Kommentare machen. Auf der Webseite ist schöner, da haben wir es auf die Dauer und das ist unsere, also mein Eigentum. Und während YouTube, man weiß ja nie, ob die irgendwann mal zumachen. Ja, bitte, bitte, bitte. Oder wenn ihr mit uns sprechen wollt, gerne, meldet euch mit mir oder mit Ulrike. Vielleicht kannst du noch deine Daten sagen, wie Leute dich erreichen können über deine Webseite. Nur die Webseite, das ist www.tiger-gold.de, kleingeschrieben. Genau, und dann habt ihr jede Menge Möglichkeiten, euch zu engagieren, einzubringen irgendwo in das, was wir machen oder in das, was andere Leute machen. Okay, oder findet euch selber was. Das ist natürlich immer die Möglichkeit. Okay, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir, Heidi, das war wunderbar. Gut, und für die Audience, wenn ihr zufällig auch Englisch könnt, auf der Webseite thewisdomfactory.net, da gibt es jede Menge Interviews, auch zu Conscious Aging, auch zu Conscious Living, Conscious Dying, wo wir letztes Jahr, als mein Mann gestorben ist, über Sterbebekleidung geredet haben, aber auch über das Überwinden von Krebskrankheiten und ähnlichen schwierigen Situationen. Und dann haben wir noch Frauengruppen und alle möglichen Dinge, meistens auf Englisch, aber auch zunehmend einiges auf Deutsch. Okay? See you there. Auf gut Deutsch. Tschüss. Tschüss.